Willkommen zurück zu einem weiteren Part von The Division. Mit mir dabei ist der Bluecrom. Moin Moin. Und der Shogo. Hallo zusammen. Und ich bin der Latan. Und das letzte Mal haben wir uns hier schon durch, was ist das hier, eine Baustelle gekämpft, denn wir sollen hier ein paar Cleanern in den Arsch treten. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Mission. Genau, auf geht's. Und wir sollen hier verhindern, dass die Unschuldige umbringen und die Napalm-Produktion stoppen, oder? Napalm ist was anderes. Das Napalm ist was anderes ja, gewesen. Standard-Mission ist die nächste. Ah, ist die nächste, okay. Alles klar. Da habe ich was durcheinander gebracht. Auch nicht schlimm. Wurscht. Der Bluecrom hat mich ja auf den rechten Pfad geführt. Auf den rechten Pfad ins Licht. Oh mein Gott. Ja, wir sind gerade ein bisschen unkonzentriert. Wir haben uns im letzten Part. Oh, da kommt ja noch mehr. Ja, da kommt noch mehr. Da kommt noch so einiges. Ich dachte, es ist nur noch einer. Ah. Ja, es gab letzten Part halt viel zu lachen und. Das ist der Konzentration der meisten. Wir lachen nie im Let's Play, ja, Entschuldigung. Es gab viel zu weinen, wollte ich sagen, natürlich. Drei Tote. Ja, ja. Verkraften. Oh, ich hab ja keine Granaten. Da. Ist da irgendwo ein Sniper? Nee, Sniper gibt's keine. Da, ein bisschen Gas, mein Freund. Ich pack aber mal die Sniper aus. Vielleicht. Boah. Alter. Komm zu dir. Nicht bewegen. Der Arzt ist da, darfst du nicht bewegen, da drum. Oh. Hast du die falsche geschmissen, ne? Nee. Ja, es ist so, dass die Heilung nur richtig anschlägt anscheinend, wenn man hier sich nicht bewegt. Was eigentlich total dämlich ist. Ansonsten ist es alles ein bisschen blöd mit der Heilung. Oh shit, jetzt habe ich den Gegner geheilt. Dabei wollte ich den eigentlich einer auf die Glocke geben. Oh, ich habe keine Munition mehr für die Sniper. Komm her. Ja. Gibt keine Munition mehr. Alter, wie er läuft. Bodenteam, hören Sie mich? Hier, Patel. Wir hören Sie, Doktor. Oh, ich habe auch keine Munition mehr. Hören Sie, ich brauche zu jeder Probe Daten über den Spender. Alter, Geschlecht, ethnische Gruppe, allgemeiner Gesundheitszustand auf einer Skala von 1 bis 10. Dann beschriften und sammeln Sie die Proben nach... Eine Munitionsgeschichte. Entschuldigung, Doktor, aber vielleicht kann das warten, bis die Operation abgeschlossen ist. Haben Sie etwa kein Vertrauen in Ihren Agenten? Konzentrieren Sie sich auf Ihre Aufgabe. Lieutenant, funken Sie Dr. Candle an, sobald das Gebiet sicher ist. Ja, Ma'am. Keine Sorge, Doktor. Wir kriegen das schon hin. Hoffentlich bald. Es geht ja auch nur um das Überleben der gesamten Menschheit. Verstanden, Doc. Patel Ende. So, nachgeladen. Nochmal ran an die Kiste, damit man dann auch wirklich hier... Oh ja, das ist so die komische Ding da. Optimal. Oh ja. Ah, da kommt man runtergehen, naja. Ihr kennt die aktuelle Lage. Rechts war ganz gut, ne? Ja. Aber es ist noch nicht zu spät für uns. Und wenn wir das nötige... Pass auf, die haben uns gesehen. ...für den Rest des Landes. Also an die Arbeit. So, ich versuche nach oben zu laufen. Ja, ja, das wird heiß. Oh, da ist einer, Schoko, rechts von uns. Da war einer oben bei mir. Ich guck, dass ich euch jetzt ein bisschen den Rücken frei halt. Okay, hier.
Irgendwo ist unter mir einer, den sehe ich aber nicht. Bleib, ist weg. Röchner. Ist weg. So, was haben wir hier? Der Boss. Bossi, da sind aber auch zig Ads noch dabei. Oh oh. Scheiße, mein Brandkanal. Ich lieg am Boden. Ich wollte zu euch kommen, weil ich keine Heilung mehr hatte. Achtung, da kommt sicher auf euch zu. Alter, was ich dem auf den Tank schieße und nichts passiert. Ja. Oh, eben. Da gehen die letzten Medikits drauf, ey. Rechts. Rechts. Ah, Mist. Oh, ich liege am Boden. Ich heb auf. Oh, mit all der doofen Dinger. Versuche wieder den von oben etwas zu behaken. Da, der brennt. Los geht's, also los, alle gehen rein. Da kommt noch mehr. Habt ihr den links erwischt? Ja, da kommt noch mehr. Der ist weg. Da kommt noch. Ja, da kommen noch ein paar. Blöde ist, dass ich keine. Naja, das Blöde ist, dass ich keine Dingens mehr habe. Keine Sniper-Munition mehr. Ich hab wohl, glaube ich, irgendwo eine Munitionskiste im Hintertunsch. Musst du wieder zurück? Ah, doch, ich hab doch welche. Ich hab welche aufgesammelt, alles klar. Oh, zweimal. Okay, einer weniger. Ja, ich muss abhauen. Oh, pass auf, links, genau. Links kommen von uns welche. Ich bin hier ein bisschen unter Druck wegen dem Geschütz. Okay, wunderbar. So. Da ist noch einer. Ich glaube. Da ist noch ein Mob. Wo? Unter dir direkt. Ja, aber den kriegst da kann ich dann nichts machen. Kannst auf den Boss machen. Ja, also machen wir schon. Dann werde ich mich jetzt um den Boss kümmern. Ja, boah. Wir können alle auf den Boss. Nee, wo geht der hin? Der ist runtergehüpft. Hüpft der da runter? Der kommt gleich wieder hoch. Oder auch nicht. Mag er nicht. Oder ist das down? Jawohl. Schön. Weg ist er. Sehr schön. Sehr schön, ja. Loot einsammeln. So ist es. Munition und was Gott, was noch rumliegt, so. Ach scheiße, man kann ja gar nicht mehr zurück. Nee, zurück kannst du nicht. Aber hier vorne müsste irgendwo eine Kiste stehen, hat Luke gemeint. Hier hinten ist eine. Wo? Da, direkt am Eingang. Ach nee, Quatsch. Nee, das ist nur mal... Das ist außen, da kommen wir nicht mehr zurück. Ja. Na gut, aber es geht eh raus aus der Instanz und so. Wir porten uns ja dann eh zum Hauptquartier zurück. Sind wir schon durch, oder was? Ja. War der Boss. Okay, eine Belohnungskiste müsste vielleicht irgendwo noch sein. Müsste mal gucken. Und ich sehe hier auf der Map noch eine andere Kiste. Wartet mal. Oh. Die müsste da hinten irgendwo sein. Vielleicht über uns. Ja, ich glaube, ich gibt's auf jeden Fall eine Belohnungskiste zusätzlich noch.
Da hinten. Kommt mal, hier ist ein Rucksack, falls ihr irgendwie Erste-Hilfe-Set braucht. Da war ein Erste-Hilfe-Set bei mir drin. Hier oben, komm, wo ich gesnipert habe. Wir porten uns eh dann zurück, dann kriegen wir eh die Erste-Hilfe-Sets. Na, man weiß nicht, was noch auf dem Weg so kommt. Also, gar nichts mehr. Keine fertig. Kiste da? Schade. Keine Belohnungskiste? Nein. Agent, falls Sie den Kran steuern können, setzen glaub, Sie den Tank an einem sicheren oben. Ort ab. Das, doch, da ist er jetzt. Wo? Bei dir jetzt. Oben oder was? Ja. Okay. Oder? Du darfst also nicht so weit vorlaufen, weil du triggerst die, die Sachen. Ich glaube, die war hier. Oh ne, ganz bei Schoko da vorne. Keine Ahnung. Die Kiste. Die wird mir hier angezeigt. Nee, die ist ja, ja, die war, glaube ich, da sind wir irgendwie hingekommen. Lauter. Und irgendwann, ich glaube, wir müssen eins weiter tiefer. Und dann ist man da irgendwie hingekommen. Weiß es nicht mehr. Nee. Irgendwie ist man da hingekommen. Hä? Weil das haben wir das letzte Mal auch ewig gesucht. Dann irgendwie übers Dach. Wir sind vorher auch hierher. Hinten bei dir wird eine Belohnungskiste angezeigt, ja, ja. Oder was? Ja. Da sind wir irgendwie hochgekommen. Jetzt schwör können, das war hier gegen Ende. Also unten nicht, das muss. Ich glaube, du verwechselst es. Zeig mir mal, Schoko, wo die angezeigt wird. Ja, geh und jetzt nach hinten. Das war die wir, glaube ich, auch gesehen haben. Irgendwie ein Stockwerk höher und dann müssten wir halt wieder hochkommen. Hat kann, Joe schon recht. Kann sein. Siehst du die auf der Karte jetzt? Ja, ja. Ja. Da hat Joe schon recht. Wir wussten halt, wie wir da hochkommen. Ah. Tja. Und hier oben kommst du nicht rum. Nee. Dann wird die aber so nicht zu erreichen sein. Wir müssen ja eh zu dem Kran. Vielleicht dann, weißt du? Nee, ich bin hier oben schon gewesen. Der Raum ist zu. Ja. Hast du schon den Kran gesteuert? Nein. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mal hier den Kran und sorgen dafür, dass das Napalm zerstört wird. Wenn das wirklich ein Waggon voller Napalm wäre, dann würde es aber ganz anders brennen. Das müsste reichen, Agent. Ein Traum. Ja, gut gemacht. Also, Probenteam. Wie ich schon sagte, die Proben müssen beschriftet und archiviert werden, damit wir die wesentlichen Faktoren ermitteln können. Wechseln wir auf einen anderen Kanal, damit wir den Agenten nicht langweilen. Komm mal mit. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Aha, aha. Der Nathan, der Fuchs. So. Aber da. Aha. Da hinten jetzt irgendwo, ne? Mhm. Ja, ich sehe schon, ich sehe sie schon. Oh, hoffentlich ist was Gutes. Was Gutes. Boah, die haben es aber auch versteckt, ehrlich. Und dann, weißt du, was du dann bekommst? Dann kriegst du am Ende was nicht Graues. Ich weiß es nicht. Was das Graues. Ist eine kleine Loot-Kiste, ist es sogar. Oh mein Gott, was Grünes. Jagdholz. Ja. Oh, epic, yay! Ja, epic. Es hätte ja wenigstens eine große Kiste sein können, aber dann auch noch eine kleine. Ich habe einen Bericht für Sie in die Datenbank hochgeladen. Wir haben einen Bericht bekommen in der Datenbank. Ist es nicht total epic? Das ist klasse, überrangt, ne? Überrangt. Oh, ich habe ein Easter Egg entdeckt. Da, ein Weihnachtsmann. Oh. Naja, gut, ist natürlich nicht wirklich ein Easter Egg, war ein kleiner Spaß. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg, hast ihn getötet? Nee. Du hast Weihnachten getötet. Ja, ich habe Rudolph the Red-Nosed Reindeer getötet. Da. Da seht ihr, ich seile mich nicht rechts, obwohl Latan sich abseilt, weil Latan hat keine Ahnung, wie man die Seile anbringt. Und deswegen. Ja, komm. Ich kann ja nicht jeder auf Bondage stehen, so wie du. Aufzeichnung. Also eine Telefonbuchaufzeichnung. Was, wo? Bei dir hinten? Ja. Oh, kommst super, du nicht dran, oder? Doch. Ja? Das war echt stark. Ich komme nur an den Bedürftigen dran hier drüben.
Ja, und schaden, diese Zwangsumsiedlungen, ja, diese halt Pech gehabt, man soll. Was steckt dahinter? Zu dem Thema gab es bereits eine Pressekonferenz. Die Informationen liegen vor. Alles andere ist streng geheim und ich kann nicht. Sie bleiben also dabei, dass es sich um eine Art Entseuchungsprozedur handelt? Es ist eine heikle Situation, die wir pragmatisch behandeln müssen. Wir müssen über den eigenen Teller anschauen. Millionen Leben stehen auf dem Spiel. Gut, dann würde ich sagen, wie ist es mit der Zeit auslautern? Können wir uns ja, wir können jetzt noch zurückporten. Das machen wir aber dann außerhalb. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns in die Kommentare, lasst uns ein Däumchen da und abonniert unsere Channel, um keinen Part mehr von The Division zu verpassen. Und damit sagt der Bluecrom ciao, ciao. Und der Schoko ciao. Und der Latan sagt auch ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.